Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft mit unserem Menschenkrieger. Und wir wachen mal auf. So. Natürlich müssen wir erstmal zum Schrank. Also unsere Kleidung wieder anziehen. Müssen wir mal merken, welcher Schrank das war. Damit wir natürlich RP-mäßig da nichts falsch machen. So, wir ziehen uns wieder an. Zack, zack. Und machen uns auf den Weg nach draußen. Der liebe Mormont hat noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Noch erledigt werden müssen. So, jetzt muss ich aber selber gerade nochmal gucken. Den Überblick schon ein bisschen verloren. Ah, wir mussten das Holz hier suchen, genau. Und die Streuner und die Bären müssen wir noch töten. Das machen wir doch dann. So, zack. Dann geht's los, würde ich sagen. Da haben wir auch schon den ersten. Den Drecksack. Ich bin außer Reichweite. Ruf auf die Mutti. So, die Anzeige ist übrigens wieder an für die, die Schadensanzeige, weil das leider nicht für den Charakter einzeln zählt, also für jeden, sondern das wird dann global einfach so geschaltet. Deswegen habe ich es jetzt wieder angemacht, weil ich natürlich noch im Stream noch ein bisschen mit dem Demon Hunter ganz normal spiele und das stört einfach, wenn da keine Anzeige ist. Ich muss näher ran. Von daher habe ich es jetzt wieder angeschaltet. Ich denke, das ist verkraftbar, oder? Dass das hier zu sehen ist. Ich brauche ein Ziel. So, wir müssen auch nach Holz Ausschau halten. Wir brauchen ja noch das Holz. Ich hoffe, ihr passt auch alle gut auf, was die Story angeht. Also, die wurden hier verjagt. Wer sich noch dran erinnert, die Holzfäller haben es nicht mehr geschafft, das Holz ins Lager zurückzubringen. Haben es aber schon gebündelt. Deswegen liegt das da schon quasi griffbereit auf dem Boden. Und wir müssen das jetzt nur noch einsammeln. Ich muss näher ran. Easy, easy. Oh, Holzbündel der erste. Holzbündel, der zweite. 8 Stück brauchen wir davon. Kriegen wir zusammen. So. Da haben wir auch noch eins. Ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Gucken wir, liegen ein paar. Wo brauchen wir denn noch? 4 Stück noch. 1, 2, 3. Hier oben vielleicht noch irgendwo eins. Oh. Das ist besser, oder? Ich muss zuerst etwas. Frei will ich seine Packung abholen. Das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn das für ein Service? So, davon haben wir schon 8. Den Bären brauchen wir, glaube ich, noch, oder? Oder haben wir da auch... Ne, da einer fehlt noch. Genau. So, die Bullocks haben wir schon. Dann müssen wir noch unseren Bericht abgeben. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Und dann sind wir gleich auch schon wieder in der Story auf. Oh, wir brauchen noch die Leinenfetzen. Aber hier unten ist auch der Ring des Sammlers. Dann gehen wir das da unten machen. So, jetzt müssen wir das hier noch bei der Dame wieder abgeben. Da steht auch gerade einer. Der Arbeit? Na gut. So, dann geben wir mal hier unsere Arbeit ab. Schnecksche, hä? Ojo, Schnecksche. Seid gegrüßt. Der Termin kommt immer näher, Krieger. Beeilt euch bitte und holt die Holzbündel.
Exzellent! Dank euch sollte ich die Bestellung rechtzeitig zusammenstellen können. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, mache ich mich jetzt nackig. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, würde ich euch gerne ein paar Münzen als Entschädigung für eure Mühen anbieten. Vielen Dank und lebt wohl. Siehe den Ehren. Hallo, ich wohne doch gerade da vorne um die Eck, Mädchen. Ne. Mädchen, ich wohne da vorne. So. Was haben wir denn noch? Achso, die Leinenfetzen brauchen wir noch. Brauchen wir für sie hier. Das ist für sie hier. Gehen wir trotzdem erstmal da runter. Ach komm, wir geben erstmal. Wir geben erstmal ab. Ging das nicht? Das ging. Warte, ich muss Autowalk. Tastaturbelegung. Ehe. Autowalk, springen. Ziffernblock, gehen, automatisch rennen. Nicht belegt, komischerweise. Jetzt geht's. Mormont, Held der Allianz. Schwertführer. Krieger. Mensch. Der Weg eines Helden. Grüße. So, was gehen wir denn zuerst? Seid gegrüßt. Ihr seht aus wie ein Mann, der weiß, was er will. Habt ihr mit der Armee von Stormwind zu tun? Ja, ich mache Aufträge für die Armee von Stormwind. Ich glaube, den ersten brauchen wir nicht lesen. Das ist immer so allgemein, ne? So, Kopfgeld auf die Murlocs. Wie läuft die Jagd, Mormont? Habt ihr die Flossen? Ausgezeichnet. Marshal Duckhan ist besorgt wegen der Murloc-Bedrohung im Ost-Elwyn. Und ich würde ihm gerne berichten können, dass wir die Lage langsam unter Kontrolle bekommen. Der war überhaupt nicht besorgt. Was eine Lüge. Wir sollten uns ja drum kümmern. Mit euren Taten habt ihr uns dabei geholfen. So, jetzt können wir uns hier nehmen, das mit, was am meisten bringt. So, dann den Grenzschutz. Vielen Dank für eure Hilfe, Mormont. Im Wald muss es irgendetwas geben, das die Tiere so aggressiv angriffslustig macht. Was auch immer es sein mag, ich hoffe, es bleibt dort. Hallo, Mormont. Habt ihr herausgefunden, was aus Rolf und Malakai geworden ist? Jetzt müssen wir die Medaillons abgeben. Traurige Geschichte. Damit bestätigt sich meine Befürchtung, Mormont. Die Murlocs sind eine Bedrohung, die wir nicht länger ignorieren können. Als Dank für eure Gewitztheit und euren Mut gebe ich euch einen Gutschein, den ihr gegen ein Rüstungsteil eintauschen könnt. Bringt den Gutschein ins Holzfällerlager des Osttals zu Sarah Roderwald. Wenn ihr den Gutschein gebt, dann stellt sie Rüstung für euch her. Und wenn ihr sie habt, tragt sie zur Verteidigung von Elwyn, Mormont. Ihr findet das Holzfällerlager Osttals östlich dieses Postens jenseits der Brücke. Seid vorsichtig. Jetzt werden wir nochmal dahin geschickt. Okay, dann machen wir das halt. Und vielleicht brauchen wir noch was. Rüstung und Tuch. Müssen wir auch schon bei dieser Dame machen. Dann weiß ich auch, welche gemeint ist jetzt. Dann machen wir das. Hallo, Holdemite. Ich habe zwar noch nicht eure Tücher, aber... Braucht ihr Hilfe? Ich bin von der Armee von Stormwind beauftragt, ihre Soldaten mit Rüstung aus Tuch oder aus Leder auszustatten. Wenn ihr einen Gutschein für mich habt, dann stelle ich euch gerne etwas für euch her. Ja, einen solchen Gutschein meinte ich. Danke. Bitte sucht euch ein Stück aus, was ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem Weg als Krieger und möge diese Rüstung euch gute Dienste leisten. Es passt nicht so ganz, ne? Jetzt kriegen wir hier Platte angeboten. Und eben hat sie noch gesagt, sie macht
aus Leinen und Leder. Leb wohl. Na gut. Ich glaube, so Sachen werden uns noch öfters auffallen. Wo wir jetzt so ein bisschen mehr drauf achten, aufs Detail gehen. Vorne die Wache, der Thomas. Bei ihm war das ja dasselbe eigentlich eben. Wir haben die eine Quest abgegeben, da hat er uns erzählt, dass wir die Lage mit den Warlocks langsam unter Kontrolle haben. Und im nächsten Moment, wo wir die Medaillons abgeben von den zwei getöteten Wachen, sagt er schon wieder, ja, es ist doch kritisch hier, ne? Na gut. So. Ja, dass der immer noch mal so komisch nachschlägt. Macht er voll oft, ne? Vielleicht auch nochmal. Macht das nicht. Ach, hier rüber müssen wir. Muss ich gucken, dass ich hier rüberkomme, ohne nass zu werden. Achso, wir sind auch wieder IC. Nicht vergessen. Na, komm, wir gehen hier über die Steine. Will ja nicht nass werden. So. Da drüben müssen wir hin. Ganz ruhig, brauner Bär. Bin friedlich. Ah, da haben wir doch. Was sind das? Banditen. Banditen hier in Elwyn? Stirb. Du dreckiges Weib. Das ist zu weit entfernt. Auch wenn ihr ein Mensch seid, ihr seid Feind der Allianz. Ich muss nur. Das sind ja nur Weiber. Ich glaube, wir müssen mal wieder ordentlich. Nein, das ist ein anderes Thema. Wo ist dieser Ring, den wir besorgen müssen? War das hier? Oh shit. Jetzt kommt ihr schon zu zweit, ihr Dreckigen. Da ist, glaube ich, der Ring gewesen. Bandit. War das nicht hier mit dem Ring? Ich habe kein Ziel. Okay, wir haben schon 5 von 6 Leinenfetzen. Ah. Vielleicht hier vorne. Oh. Das sieht mir nach einem sehr besonderen, sehr seltenen Eber aus. Frischfleisch! Oh, eine kleine Tasche, sehr praktisch. So. Aha. Ist dieser Mann, den sie Sammler nennen? Wir wissen es nicht. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Seid ihr der Sammler? Was macht ihr euch an, Weib? Bist du der Sammler? Bist du der, den sie Sammler nennen? Wir müssen reden. Dann spüre den Zorn meiner Klinge. Gut. Ihr wollt auch noch. Ich bin nicht verschreckt, dass eure Herren und eure Herren tot sind. So, lasst uns zurückkehren. Oh shit. Oh shit. Das ist zu weit. Dann werden sie echt aggressiv hier in der Gegend. Vielleicht Teufelskraut oder ähnliches.
Waren die vorher mal heller? Die Schafe? So dunkel aus. So, dann geben wir mal das ab. Holde Maid, wir sind zurück. Ich habe fast keine Leinen mehr, Morn. Bringt ihr mir welches? Ich habe euch Leinenstoff besorgt, Weib. Ach ja, das sind die schönen Stofffetzen, obwohl der Stoff ein wenig rau ist. Hier, bitteschön. Oh, wir können uns ein Hemd holen. Oh, das passt halt gar nicht, ne? Aber wir holen uns trotzdem. Ah ne, wir kriegen beides. Wir kriegen beides. Hier, bitteschön. Sehr schön. Also, das Hemd gefällt mir nicht so. Das passt uns nicht so gut. Aber jetzt haben wir hier die Taille bekommen. Und die gefällt mir sogar besser. Passt sogar ein bisschen besser hier. Also, wir werden die Taille anziehen. Ich sag mal so, wir haben wirklich keine Probleme hier, die Monster zu töten. Und die Gegner. Von daher müssen wir echt nicht auf Werte achten. Dass wir da die Werte kriegen. Das war jetzt zwar zufällig besser, aber zum Beispiel... Habe ich das nicht angezeigt? Ah, doch, da. Achso, ich wollte. Achso, hier. So. Das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Also, das lasse ich aus. Das gefällt mir wirklich nicht. Das Hemd werden wir behalten. Eigentlich auch vergessen. Das kommt im Produktionshaus. Das werden wir behalten. Das wird verkauft. Auktionshaus. So. Gut. Gut. Genau. Also, wie gesagt, die Armstücke gefallen mir jetzt hier nicht so. Die Armschienen. Die lassen wir jetzt einfach weg. Ja, so. So sieht das schön aus. Wir haben jetzt echt keine Probleme, Monster zu töten. Von daher werden wir uns quasi rollenspielgerecht anziehen. Und werden da jetzt gar nicht so auf die, einfach nur das Beste anziehen. Ja, weil das sieht halt scheiße aus. So. Ja. Ach da, wir müssen schon wieder zu unserem Marshall McCree. Da müssen wir nochmal hin. Ja, hätte ich das gewusst, dass die eine Quest uns hier quasi nochmal hinführt. Seid gegrüßt. Dann hätte ich natürlich hier die Quest erst danach gemacht. Aber es ist chronologisch nicht ganz so schwer, nicht ganz so leicht, das richtig hinzukriegen. So. Habt ihr den Sammler gefunden? Konntet ihr herausfinden, für wen er arbeitet? Ich habe ihn befragt, aber er hat keine Antwort gegeben, Marshall. Und deswegen habe ich ihn getötet. Aber ich habe den Ring des Sammlers mitgenommen. Ihr habt ihn gefunden? Gut gemacht, Mormont. Der wird nie wieder seine Sammlung aus den Minen Elwins bereichern. Und dieser Ring, den ihr gefunden habt, ist interessant. Es ist ein Mitgliedschaftsring der alten Steinmetzgilde Stormwinds. Von denen habe ich schon seit Jahren keine mehr gesehen, seit die Bruderschaft der Defias diese Gegend unsicher gemacht hat. Okay, interessant. Für die Allianz. So. Handschuhe haben wir jetzt auch keine an. Ich gucke mir einen da auch jetzt einmal an. Wie die aussehen. Weil der, guck mal, der sieht scheiße aus. Das können wir nicht machen, Leute. Nur Spaß. Genau, das haben wir auch. Ein Achter. Dann haben wir einen Sechser, einen Sechser, einen Sechser und einen Sechser. Können wir das nicht einfach tauschen? Hier, der hier. Da ging's. Gut. Nun, wo muss unsere Reise hingehen? Ah, genau. Ich musste gerade mal auf die Karte gucken. Wir müssen noch in die Jaspismine. Und dort müssen wir noch herausfinden. Wir müssen gerade mal nochmal... Zum Glück mache ich mir immer Notizen. Ja. Wir müssen sie auf jeden Fall ausspähen. Und was mussten wir noch machen? Ich glaube, nur ausspähen erstmal, ne?
Gut. Zum Glück habe ich immer meine Notizen dabei. Weil ein fescher Krieger zieht nicht ahnungslos in den Krieg. Wir müssen mal gucken, ob wir... Ah, verdammt. Nee, nee, nee. Aus der schweren Rüstung kriege ich das Wasser niemals raus. Und wenn das einmal nass ist, dann scheuert das wie Sau. Das machen wir nicht. Wir laufen hier unten über die Brücke. Das ist zwar ein Umweg, aber dafür trocken. So. Ja. Na gut. Mein Gott, dieser Wald ist echt groß. Wir wollen die armen Tierchen nicht töten. Oh nein, verdammt. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir wollen die armen Tierchen ja nicht unnötig töten. Und schon werden wir angegriffen. Da nochmal einen Schlag hinterher. In Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Ihr lieben Wuffis. Ich bin nicht hier, um sinnlos zu morden. Ich möchte diesen Wald nur des Bösen befreien. Oh, diese verdammten Kobolde. Die töte ich natürlich liebend gerne. Das ist zu weit entfernt. Der Schlag danach. So, wir sind am Eingang. Wir schauen mal rein. Ich habe kein Ziel. Vielleicht können wir sehen, warum hier so viele Kobolde sind. Was sich in dieser Mine verbirgt. Jetzt sieht es sehr ruhig aus. Ah, gut, wieder ein Kobold. Oh, ein zauberwirkender Kobold. Was ist das? Oh mein Gott, Spinnenweben? Oh mein Gott. Da geht sogar den Kobolden an den Kragen. Oh, ich glaube, wir müssen schnell Bericht erstatten. Schnell zurück, zurück, zurück. Wir müssen ganz schnell nach Goldhain und mit dem Marshall reden. Wäre doch jetzt nur ein Maultier, dann würde das Ganze viel schneller gehen. Ich bin auf der Seite. Ja gut, ein paar Kobolde auf dem Weg töten, das können wir immer noch machen. Okay, wir müssen uns links vom See halten. Sonst müssen wir wieder durch... Ja, was heißt wieder, ja? Also, noch sind wir ja nicht durch Wasser getrappt, aber ich möchte das tunlichst vermeiden. Wenn der Rost hier einmal anfängt zu rosten. Wenn das Metall einmal anfängt zu rosten, dann haben wir das Problem. Ich muss
muss ich an. Molochs, Kobolde, Spinnen, wilde Tiere. Der Wald von Elwynn ist wirklich nicht mehr das, was er einst mal war. Das ist zu weit. Ich glaube, wir halten uns lieber auf den Straßen auf. Da ist das sicherer. Wenigstens der Himmel macht noch gute Laune. So sternenklar war er schon lange nicht mehr. Alles ist nur noch düster und grau. Aber wir sind da, um aufzuräumen. Wenn nicht wir, wer sonst? Oh nein, die Wache braucht Hilfe. Okay, die Wache braucht keine Hilfe. Ehre dem König. Gemacht, Herr. Respekt, wie ihr den Wolf zerkleinstückelt habt. Ich verneige mich vor euch. Marshal Duckhand! Marshal Duckhand! Marshal! Was kann ich für euch tun? Kobolde in der Jaspismine, sagt ihr? Verflucht noch eins! Die Lage wird von Minute zu Minute schlimmer. Vielen Dank für euer Bericht, Mormont. Aber ich wünsche mir, ihr hättet bessere Nachrichten gebracht. Das Lichtsignal. Die Garnison an unserer westlichen Grenze berichtet von steigenden Aktivitäten der Knolle und der Diebe. Sie bitten uns um die Entsendung weiterer Soldaten aus Stormwind. Aber wir können einfach keine entbehren. Wenn ihr helfen könntet, wir könnten die Hilfe wirklich gebrauchen. Geht, sprecht mit Stellvertreter Rainer in der Weststorm-Garnison und fragt ihn, was getan werden muss. Die Garnison liegt an der Straße im Westen. Wenn ihr die Brücke über den kleinen Bach überquert habt, liegt sie auf der rechten Seite. Ziehe den Ehrenfreund. Gut, wir scheinen hier soweit alles erledigt zu haben. Okay, kann man schon reparieren? Kann man noch ein paar Sachen verkaufen? Ehre dem König, Freund. Oh, ein Silber. Ein Kupfer. So, das. Für die Allianz. So, wir machen uns auf den Weg Richtung Westen. Wenn dort unsere Hilfe benötigt wird, dann wird sie eben dort benötigt. Lass uns nochmal zurückblicken. Also, wir haben Kobolde. Wir hatten erst die in Nordheim, hatten wir die Orks. Dann hatten wir das Schwarzfels-Clans. Dann hatten wir noch Saboteure und Auftragsmörder davon. Dann kamen die Kobolde ins Spiel. Dann haben wir hier hier links von den zwei Höfen, haben wir noch zwei Liebende zusammengebracht. Dann noch die Kobolde weiter östlich in der Jaspismine. Dann die Murlocs, die eine wirkliche Gefahr darstellen. Dumm, aber trotzdem gefährlich, die Viecher. Und haben wir uns natürlich noch ein bisschen bei uns im Holzfällerlager noch ein bisschen ausgeholfen. Und die Tiere scheinen auch irgendwie rumzuspinnen. Warum auch immer sie aggressiv sind. Könnte natürlich auch an den Murlocs liegen. Dass sie die Tiere so aufgewühlt haben.
Na gut. Das hier rechts scheint die Garnison zu sein. Mal schauen, wo sich der Vertreter aufhält. Ach, guck mal hier. Was ist das? Ein Steckbrief. Gesucht, Hogger. Ein riesiger Knoll Hogger streunt im südwestlichen Elwyn durch den Wald. Er hat bislang alle Versuche, ihn zu fangen, vereiteln können. Die Armee von Stormwind hat ein großzügiges Kopfgeld auf den Knoll ausgesetzt. Kopfgeldjäger, die sich die Belohnung verdienen möchten, sollten in die Wälder reisen und die Bestie beseitigen. Diese Aufgabe nehmen wir doch an. Dafür sind wir doch sowieso hier. So, ist das unser Stellvertreter Rainer? Da ist er. Braucht ihr Hilfe? Marshal Duckhand hat euch geschickt, wie? Falsch betont. Marshal Duckhand hat euch geschickt, wie? Ihr seid zwar nicht die Armee, aber wenn Duckhand euch geschickt hat, dann soll mir das recht sein. Unsere Lage hier ist, um es gelinde auszudrücken, angespannt. Ich hoffe, ihr könnt ein wenig aushelfen. Gnolle, brutale Wesen, die in dieser Gegend nichts zu suchen haben, sind entlang der Grenze des Waldes von Elwyn gesehen worden. Ein großes Rudel, viel zu viele, als dass wir alleine mit ihnen fertig werden können. Hat sich in den Wäldern südlich von jenem Wachturm dort eingenistet. Eine weitere Gruppe hat sich im Gebiet nahe des Steinhügelsees im Osten eingenistet. Die Armee von Stormwind wird jeden Tag jeden belobigen, der dabei hilft, die Knolle zu töten. Bringt mir ihre bemalten Knollarmbinden als Beweis für eure Tat. Seid vorsichtig. Auch wenn euch mein Wort nicht reicht, was ich traurig finde, werde ich meine Aufgabe, wie immer, gewissenhaft erledigen. Ich habe gegen Orks des Schwarzfels-Clans gekämpft. Gegen Saboteure, wilde Tiere, Kobolde, Murlocks. Und da werden auch Gnolle kein Problem für mich sein. Für einen Bär. Aggressiv zu sein. Da vorne sind die Knolle. Kundschafter. Wir werden ihn töten. Außer Reichweite. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt immer noch diesen einen. Dieser Hogger oder wie der heißt. Der muss hier auch irgendwo in diesem Lager rumstreunern. Zeigen wir den Soldaten, wie man so einen Hogger fängt und tötet. Tut mir leid, Bär. Du liegst aber auf dem Weg. Oh, der ist größer als alle anderen. Könnte das dieser Hogger sein? Ich glaube schon. Stell dich freiwillig, oder ich werde dich töten. Mormont geht näher und vergleicht den Steckbrief mit der Leiche von diesem Knoll hier. Weiß nicht, für mich sehen die alle gleich aus, aber irgendwie scheint er das nicht zu sein. Ich bezweifle es. Ich glaube, wir müssen mal noch weiter suchen. Ich glaube, das war er nicht. Bin mir nicht sicher. Was ist das da vorne? Warum sind da Leichenteile? Oh mein Gott, ist das Hogger? Hey, seid ihr Hogger? Ja! Hört auf, euch zu widersetzen. Oh, kleine Hogger. Was anvisieren?
Hogger nicht wehtun. Dann hör auf, dich zu wehren, Hogger. Oh. Wow. Wow. Grr. General, die Bestie führt die Flusspfoten an und ist vielleicht für die... Oh, das ging aber schnell. Für die Beendigung der Feindseligkeiten der Knolle in Elwynd entscheidend. Wir nehmen ihn im Namen von König Varian Würn in Gewahrsam. Nein, Hogger. Bringt uns zum Verlies. Andromath. Okay, zum Mitlesen ging das ein bisschen zu schnell, aber wir haben die Texte nochmal unten links, zum Glück. Okay, also Hogger ist im Verlies von Stormwind jetzt gelandet. Wir haben hier einen toten Dieb. Aber was ist das? Hier liegt ein Pergament. Dies ist eine Besitzurkunde für ein Stück Ackerland in Westfall. Es ist von einem gewissen Theodor Braunwirbel. Boah, diese Namen. Theodor Braunwirbel und seiner Frau Werner unterzeichnet. Auf der Rückseite der Besitzurkunde stehen ein paar hastige, hingekritzelte Worte. Wir haben Braunwirbel etwas bearbeitet und ihm seine Besitzurkunde ausgelutscht. Geluxt. Gelutscht. Wäre vielleicht ganz nützlich, wenn ihr euch auch so eine fälschen wolltet. Um die Braunwirbels müssen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen. Zuletzt sah ich sie kurz hinter Westfall in einem Wagen mit gebrochener Achse. Ihr denkt, die Braunwirbels hätten ihre Besitzurkunde vielleicht gern zurück. Ich kann das nicht angreifen. Immer diese verdammte Knolle. Ich stirb. Also das ist natürlich jetzt nicht nochmal Hogger, ne? Just saying. Nein, da passiert nichts. Alter, verdammte Knolle. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit. Ich bin auf dem Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. So, wir kehren zurück zur Garnison. Und berichten dort auch nochmal davon, dass wir auf jeden Fall Hogger seiner gerechten Strafe zugeführt haben. Nicht durch den Tod der Klinge, weil das wäre zu gut. Er ist politischer Gefangener. Ja, und die Knolle haben wir auch getötet. Nicht alle, aber wir haben auf jeden Fall den Anfang gemacht. Das Licht sei mit euch. Seid gegrüßt, Mormont. Wart ihr Knolle töten? Wie ich sehe, wart ihr fleißig. Hab Dank, Mormont. Das Licht segne euch. Kein Problem. So, lasst uns wieder zurück nach Goldhain. Und wir erzählen dem Marshall, dass wir... Oh, guck mal, hier sind die gefangen werden. Als Strafe. Dann noch schön ausgepeitscht. Dass wir auf jeden Fall Hogger, wie gesagt, seiner gerechten Strafe zugeführt haben. Und dass wir auch einen großen Erfolg in Sachen Knollebeseitigung verzeichnen konnten. Das ist wichtig.
Ich würde mal sagen, das sieht dann ja schon fast so aus, als wären wir jetzt hier fertig. Im Wald von Elwyn. Jetzt muss ich gerade mal so ein bisschen OOC gucken. Man kann ja hier die Quests verfolgen. Jetzt ist natürlich hier alles freigeschaltet. Errungen. Konnte man das nicht für den Charakter selbst reingucken? Nee, ne? Charakter. Nee. Ist alles allgemein. Ja, gut. So. Ja, früher gab's, konnte man gucken. Aber das geht, glaube ich, hier nicht mit den Quests. Hier steht, glaube ich, immer nur drinne, Östliches Königreich. Und Kalimdor, glaube ich. Ja, genau. Östliches Königreich. Jütland. Ah, doch, da. Warte mal. Oh, da fehlen sogar noch zwei. Ist hier nicht drin. Gut. Also, wir gehen mal die Questen ab. Oder die eine Quest. Marshal Duckhand! Marshal Duckhand! Seid gegrüßt. Was hat er getan? Na, großartig. Jetzt haben wir eine blutrünstige Bestie unter den Pflastersteinen Stormwinds, die eine ganze Armee von Knollen befehligt. Definitiv eine Verbesserung. Ich fühle mich schon viel sicherer. Hier habt ihr eure Belohnung, Mormont. Versprecht mir aber, dass ihr bei Gelegenheit bei den Verlieswachen in Stormwind vorbeischaut. Nur damit wir auch sicher sein können, dass alles reibungslos verläuft. Ziehe den Ehrenfreund. Ja, das ist immer noch das mit der Lieferung. Ich weiß, dass die uns nach Ding rüberführen wird. Also hier nach Dunmorok. Aber da will ich eigentlich nicht questen. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal zum Verlies. Und schauen, ob wir da... Ob da alles rechtens ist. Wir könnten eigentlich... Okay, wir können den Dungeon... Browser können wir noch nicht benutzen. Weil in dem Sinne gehören ja die Dungeons teilweise auch mit zur Geschichte oder gehören dazu. Von daher müssten wir da auf jeden Fall Arena-Geplänke. Ja, das brauchen wir nicht. Müssten wir da eigentlich einmal rein. Also das muss man sagen, das war eigentlich, ja, wenn man das jetzt aus unserer Sicht sieht, war das vorher besser gewesen. Weil da hast du die Quests teilweise drumherum bekommen, ja. Also hier jetzt vorm das Verlies, teilweise halt davor, vorm Verlies. Aber wenn man jetzt auch hier zum Beispiel in Westfall, werden wir das glaube ich auch merken hier. Hier unten ist ja die, sind ja die Todesminen. Und man hat halt während dem Questen hat man halt so 2, 3, 4 Quests bekommen, die einen dann in die Dungeon reingeschickt haben. Mittlerweile ist es halt durch den Dungeon Browser so, dass wenn man da reinjoint, also dass wenn man den Dungeon Browser benutzt, dass man dann im Dungeon selbst die ganzen Quests annehmen kann. Wenn ihr euch mit irgendwem über Weine unterhaltet, werdet ihr erfahren, dass wir Galinas die besten Weine in ganz Stormwind verkaufen. Wir sind auch nicht weit weg.
immer noch innerhalb des Handelsdistrikts entlang der herrlichen Kanäle der Stadt. Hier, nehmt dieses Flugblatt, bringt es zu meiner Schwester Susetta in unserem Laden und ihr erhaltet eine Gratisflasche unseres berühmten Dalaran Neu. Digga, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry, Leute. Ihr werdet es nicht bereuen. Sieh sich. Gut, die besten Weine soll es hier geben. Weingut Galena oder so wahrscheinlich. So. Susetta. Kann ich euch helfen? Ich habe dieses Flugblatt erhalten. Seid gegrüßt und fühlt euch willkommen, edler Herr. Habt ihr schon einmal einen unserer ausgezeichneten Weine versucht? Ah, ihr wart also bei Renato. Na dann, hier, bitte, werter Herr. Eine Flasche unseres außergewöhnlichen Dalaran Weins. Ihr werdet nirgendwo in Azeroth, beides gemixt, einmal Azeroth und Azeroth. Azeroth etwas Vergleichbareres finden. Sprachfehler ist auf jeden Fall da. Man merkt schon, 1:30 nachts. So. Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen Wein gekriegt. Ich glaube, dann kippen wir uns gleich mal eine D-Bünde. Lecker. Oh, war ein bisschen beschwipst jetzt schon, ne? Scheint ein sehr guter Wein zu sein. Ah, Mädels. Hey, Mädels. Wie immer werde ich ignoriert. Hallo, Wachen. Marshall Duckhand schickt mich, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist im Verlies. Jetzt können wir nicht... Das ist ja auch bescheuert, Leute. Wir müssen mindestens Stufe 15 erreicht haben, um eintreten zu können. Aber die Dungeons werden ja auch alle skaliert jetzt, ne? Mit 60 dann. Aber dafür kann man erst mit 15 rein. Na gut. Na gut, ich schaue später nochmal vorbei. Die Türen sind gerade verschlossen. Das ist natürlich doof. Das müssen wir dann auch nochmal vielleicht. Das überlappt sich halt so ein bisschen, ne? So ein bisschen Kacke, sag ich jetzt mal. Dass man. Ich meine, wir haben ja die Erbstücke und haben ja quasi einen schnelleren Levelaufstieg dadurch. Und normalerweise. Wenn uns einer hinschickt, müssten wir es ja eigentlich schon reingehen können, ne? Was ist denn das auch? Naja, so. Was einem jetzt so mal im Einzelnen auffällt, ne? Wenn man hier mal so intensiv sich mit den Quests beschäftigt, dann fällt sowas schon mal auf. So. Oh, was? Was wollt ihr von... Seid gegrüßt. Was wollt ihr von mir, Harlan? Hallo. Wir hatten in letzter Zeit... viel Betrieb. Es scheint so, als wollte wirklich jeder Rüstung und robuste Kleidung kaufen. Als würden alle eine kalte, harte Jahreszeit erwarten. Aber das sind alles Zukunftssorgen. Meine heutige Sorge ist eher, dass mir die gestrickten Kleidungsstücke ausgehen. Ich brauche eine weitere Fuhre von unserem Lieferanten.
Wenn ihr diesen Auftrag zu Rema Schneider in der Schneiderei und Anpasserei am Kanal bringen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Mögen ja klar, für ein bisschen Taschengeld mache ich das doch gerne. Gar kein Problem. Das ist leicht verdientes Geld, Leute. Leicht verdientes Geld. Ist das hier? Nee, das ist der leere Köcher. Das müsste das nicht sein. Wir suchen ja einen Schneider. So, jetzt gucken wir mal hier. Was ist das für ein Schild? Schneiderei und Ausstatterei am Kanal. Ah, hier sind wir doch richtig. Schauen wir mal. Und geben hier mal diesen Auftrag ab. Sind Sie hier die Chefin, junge Dame? Hallo? Ihr bringt Nachricht von Herrn Bagley. Hier steht, dass Harlands Geschäfte florieren. Das sind gute Neuigkeiten, aber ich frage mich, wozu die Leute all diese Rüstungen brauchen. Ich habe nichts von einem Krieg gehört. Gibt es da etwas, was uns die Adligen nicht erzählen? Oh, da gibt's genug, junge Dame. Genug. Nun gut. Danke, dass ihr die Anfrage überbracht habt. Hier ist eure Bezahlung und ich werde dafür sorgen, dass Harlan seine Lieferung erhält. Mögen die Reisen sicher sein. Schönen guten Tag. Auf dann. Hallo? Ah, Lul, die hat noch geredet. Lul, da kam jetzt nochmal ein Dialog und der hat es hier abgebrochen. Benötigt eine Ladung Stückwaren. Könnt ihr sie ihm bringen? Man sieht es. Es war mir ein Vergnügen, Zuckerschnutte. Ich bin bald zurück. Lul. Okay. Also ein bisschen Dialog zwischendrin. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das sowas ja auch so passiert. Mein Sohn Tormen ist Lehrling beim Konfektionsgeschäft Larsen im Magierviertel. Er hatte es heute etwas eilig und vergaß seine Schere und Nadel. Ich weiß, ein großer Krieger wie ihr hat bestimmt wichtigere Aufgaben zu erledigen, aber ohne sein Handwerkszeug kann er seine Lehrarbeit nicht erledigen. Bitte, Mormont, könnt ihr meinem Sohn sein Nähkästchen vorbeibringen? Das Konfektionsgeschäft Larsen ist in einer von zwei Kleiderläden im Magierviertel. Es ist das, das etwas weiter drin liegt, ganz in der Nähe des Magierturms. Schönen Tag auch. Natürlich. Auch das machen wir. Das ist leicht verdientes Geld, Leute. Ich meine, wir brauchen unbedingt mehr Geld, damit wir uns endlich ein Ross kaufen können. Irgendein Maultier. Hauptsache nicht mal laufen. Tun die Füße weh. Und diese billigen Schuhe drücken an meinen Füßen. Das geht auf keine Kuhhaut. Das sind keine großen Geschäfte, die wir machen, aber immerhin. Das hier ist das nicht, oder? Ich schaue noch mal rein. Hallo? Ist hier dieser eine Lehrling von dem anderen Laden dort hinten? Was? Weiter oben? Ah, okay. Danke für die Info. Oh, ein Elfe. Toll. Ja. Magierviertel. So, hier irgendwo soll dieser Laden sein. Oh, eine Schenke. Mm. Ich glaube, da werden wir gleich unseren Abend verbringen. Ah, da sind wir. Konfektionsgeschäft. Da ist doch der... Ah. Du musst der kleine Tormen sein, oder? Seid ihr hier, um Kleidung zu kaufen? Oh, verflucht. Ich dachte, wenn ich mein Nähzeug vergesse, muss ich heute nicht arbeiten. Ich schätze, jetzt muss ich den Larsen beim Nähen helfen. Naja, ich denke, das Vergnügen muss wohl etwas warten. Kleiner fauler Bangert. So, na gut. Oh, ihr seht mal zu den Magier. Ich kaufe und handle. Eine Hutmacher. Welche Hüte bietet ihr denn an? Oh. Oh.
Da habe ich nicht genug Geld. Aber ich habe sehr schöne Hüte. Hey, gefällt mir gut. Passt zwar nicht so zum Outfit, aber... Das Licht segne euch. So. Ich glaube, das reicht für heute schon wieder. Der Tag war anstrengend. Ich denke, wir werden uns hier in der Schenke jetzt nochmal niederlassen und den Abend etwas ausklingen lassen. Setzen uns hier hin. Zack. So. Barkeeper. Einen kräftigen Rum, bitte. Ja, ihr Lieben. Das war's heute. Wieder mit der Folge. War jetzt natürlich ein cooler Zufall, dass wir jetzt nach fast genau einer Stunde hier im Magierviertel genau die letzte Quest von der Schenke hier landen. Und jetzt natürlich in der Schenke landen. Wir sind jetzt mit dem Wald von Elwynn, sind wir jetzt durch. 3 Folgen. Geht eigentlich, ne? Also wir haben jetzt 3 Stunden gezockt. Natürlich kann man das mit Speed-Questen, also mit normalen Questen nicht vergleichen. Wir haben uns natürlich Zeit genommen und auch ein bisschen RP-mäßig. Aber damit sind wir jetzt durch. Und die nächste Etappe wird... Westfall sein. Hier unten, ihr seht schon hier, geht das dann los. Heldenaufruf und die Urkunde. Und dann geht's als nächstes nach Westfall. Und Mormont wird sich jetzt hier noch ein ordentlich hinter die Binde kippen. Besoffen auf den Stuhl einschlafen. Und ja, wahrscheinlich rausgeschmissen werden oder so. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann.